Hey, hey, was ist das? Ich habe keine Ahnung, der Florist hat's mir gerade übergeben. Oh, hast du jetzt angefangen, dir Blumen selber zu bestellen? Ich habe die Blumen nicht Nein? bestellt. Okay, und von wem sind sie? Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Und von wem sind sie? Die haben bestimmt nur die falsche Adresse angegeben. Ich rufe den Floristen an. Ja, ja. Für meine geliebte Jill lässt mein Herz immer schneller schlagen. Schön! Mein Gott, also bin ich nicht der Einzige, der dein Herz schneller schlagen lässt, hä? Was ist das? Was meinst du, was ist das? Das ist von dem Blumenstrauß. Bist du ein Idiot? Ist dein Liebhaber so ein Idiot, dass er dir die Blumen einfach nach Hause schickt? Mann, ich wünschte, er hätte noch unterschrieben. Das ist nicht... Lügnerin! Lügnerin! Von wem sind sie? Ich weiß es nicht wirklich. Ich weiß, woher sie sind. Ich weiß, von wem sie sind. Sie sind von einem jungen Hengst, hä? Ein junger Hengst, der nur an deiner Kohle interessiert ist und nicht mehr. Hab ich recht? Nur weil ich Geld habe, habe ich doch keinen Liebhaber. Bernie, ich liebe dich. Du liebst mich? Wahrscheinlich hast du ihm das auch gesagt. Das Gleiche hast du auch gesagt. Ich bin weg. Ich bin weg hier. Wo gehst du hin? Bernie, wo gehst du hin? Ich habe einen Flug in 2 Stunden. Das habe ich dir gestern schon gesagt. Du hast mir gar nichts gesagt. Ich habe es dir gestern schon gesagt. Du hörst einfach nie, was ich dir sage. Verdammt, hör mal. Ich muss für meinen Unterhalt arbeiten gehen. Ich habe nicht geerbt, so wie du. Mein Gott, und die ganze Zeit Partys mit diesen Hengsten. Bye. Schatz, bitte. Oh, beinahe hätte ich vergessen. Lester kommt nachher diesen grünen Umschlag da drüben holen. Gib's ihm, okay? Arrivederci. Ich habe niemanden und ich schwöre, ich weiß nicht, woher diese Blumen kommen. Oh mein. Wieso können Sie mir nicht sagen, wer diese Bestellung gemacht hat? Ich habe das Recht zu wissen, wer mir irgendetwas zusendet. Okay, verstehe. Ja, danke. Hi, Jill. Hi, Lester. Die sind für dich. Danke. Hast du meinen Morgenstrauß bekommen? Also warst das du? Schuldig, euer Ehren. Du bist ganz nass. Komm rein, es gibt etwas Kaffee. Oh, könntest du mir erst den Ordner geben? Dann ist das schon mal erledigt, weißt du? Ja, klar, sehr gerne. Dankeschön. Ein bisschen bitter. Also, Lester, erzähl mal, was war das? Ich meine, wofür waren diese Blumen? Hör mal, Jill. Es hat lange gedauert, bis ich mich entschieden habe, dir das zu sagen. Von dem Moment an, wo Bernard uns vorgestellt hat, habe ich mich in dich verliebt. Sofort. Aber ich bin verheiratet. Ich habe einen Ehemann. Ich weiß das. Deswegen bin ich so lange ruhig geblieben. Aber ich habe keine Kraft mehr dafür. Vielleicht gibt es irgendeine Möglichkeit, irgendeine Chance. Nun, Lester, hör mal zu. Du bist ein toller Typ, wirklich. Aber ich habe einen Mann und ich liebe ihn. Ich meine, ich werde Bernard nichts von dem hier erzählen, okay? Und lass uns so tun, als wäre nie was passiert, okay? Ja, okay. Willst du noch einen Kaffee vielleicht? Ja, bitte. Thank you.
Alles okay mit dir? Ja, ich fühle mich nur ein bisschen schläfrig. Oh, okay, ich rufe dann mal ein Taxi. Hab ich euch! Oh, ich wusste es! Ah, ich liebe es! Oh, ich wusste es! Die zwei Liebesvögel in ihrem Nest! Bernie, ist es nicht, was du Lester, denkst? Lester, und wie ist meine liebe süße Frau so, hä? Brenna, was ist hier los? Was hier los ist? Bist du ein Idiot? Das hier ist los! Was machst du hier? Und was macht er hier? Oh mein Gott, bist du wirklich so doof? Du wurdest reingelegt, das war eine Falle! Es gab gar keinen Business Trip! Ich war die ganze Nacht draußen und habe auf das Haus gestarrt! Und siehe da, Lester taucht auf! Das ist brillant! Ich kann das erklären. Ich werde alles erklären. Sei leise! Halt deine Klappe und verschwinde hier! Was willst du hier noch? Lauf! Verschwinde! Du Idiot! Verschwinde! Ich werde das mit dir später klären, du Idiot! Lauf! Perfekt. Ich habe, was ich brauche. Sehr schön, habe ich. Bernie, mein Schatz. Ich verstehe das hier selbst nicht wirklich. Gestern hatten wir einen Kaffee zusammen und dann... Und dann ging's mir schlecht. Und dann weiß ich rein gar nichts mehr. Okay, großartig. Aber du musst dir was Besseres ausdenken. Kein Gericht wird dir das glauben. Also rate ich dir, besorg dir einen guten Anwalt. Einen Scheidungsanwalt. Alles klar? Denn ich bereite die Papiere schon mal. Ich komme in einer Woche wieder und hol mein Zeug. Arrivederci, Baby. Hallo. Hi. Sie haben eine Lieferung. Sind Sie sich da ganz sicher? Ich hatte gestern schon eine Lieferung. Ja, Mr. Hudson hat für die Lieferung bezahlt. 3 Tage in Folge. Tut mir leid, was haben Sie da gesagt? Ups. Es sieht aus, als hätte ich das nicht sagen sollen. Schauen Sie, Ma'am, ich bin nur ein Praktikant und ich versuche einfach... Bitte sagen Sie meinem Boss nichts. Komm runter, Junge. Ist okay. Was war jemals das größte Trinkgeld von dir? Ich denke $20 oder so. Betrachte das als Invest in deine Professionalität. Wow. Danke Ihnen. Und jetzt erzähl mir. Hat Bernard Hassan diese Blumen bestellt? Ja, Ma'am, das ist korrekt. Okay. Und hat er die Blumen gestern auch bestellt? Lassen Sie mich sehen. Oh, Ihre Bestellung wurde gecancelt, als ich unterwegs war. Sieht aus, als hätte ich viel Schaden verursacht. Oh, okay, mach dir keine Sorgen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr du mir geholfen hast. Wow. Hi, Jill. Hi. Wir müssen reden. Ich habe darüber nachgedacht, was passiert ist, Lester. Und weißt du, es war kein Unfall. Ich habe die Verbindung zwischen uns gespürt. Und ich weiß, dass wir beide Gefühle füreinander haben. Ich gebe Bernard, was auch immer er will. Und sobald die Scheidung vorbei ist, dann können wir zusammen weglaufen. Zusammen. Du und ich. Okay, wir werden kein Geld haben, aber... Wir starten ein neues Leben. Wir können etwas zusammen anfangen, nur du und ich. Lester,
Ich liebe dich wirklich. Ich hab's erst jetzt realisiert. Und ich glaube wirklich, dass das mit uns funktioniert. Das ist wirklich gut, Jill. Aber ich bezweifle, dass das funktioniert. Warum? Weil ich... Bernard ist mein Freund. Und ich merke jetzt, wie falsch ich lag. Und du und ich, wir können nicht zusammen sein. Es gibt keinen Weg. Okay. Denk darüber nach und... Du weißt, wo du mich findest, oder? Ja, natürlich, Jill. Könntest du mir ein Glas Wasser bringen? Mein Mund, der ist so trocken. Ja, eine Minute. Mhm, danke. Verrückt. Hallo Bernard. Deine Frau hat mich besucht. Mrs. Hessen. Fortfahren, Miss Roberts. Tja. Miss Roberts. Aufgrund der Situation haben mein Mandant, Mr. Hessen und ich, ein Dokument zusammengestellt für die Aufteilungsfragen Ihrer Ehe, einschließlich der Punkte der moralischen Entschädigung. Sie sind eingeladen, die Dokumente einzusehen und ich hoffe sehr, dass wir dafür sorgen können, dass das hier alles schnell geht. Ich bezweifle, dass dieses Dokument hier relevant ist. Um Himmels Willen, Honey. Du hast keine andere Wahl. Hör zu, ich will dich nicht ausbluten lassen. Aber wenn ich muss, tu ich's. Was soll ich machen, wenn sie anfängt, mich zu stalken? Pass auf, das war dein Plan und ich habe meinen Teil getan. Alles, was ich will, ist mein Teil des Geldes nach der Scheidung. Das war's. Ich habe meinen Teil getan. Und zwar perfekt. Sie hat geschlafen wie eine Tote, nachdem ich ihr dieses Schlafpulver gegeben habe. Ich war die ganze Nacht in dem Apartment, bis du endlich eingetroffen bist. Ups. Scheint, als hätte er unsere Telefonnummern verwechselt, hä? Huh? Nein, das hast du falsch verstanden. Versuch's nicht mal, Bernard. Bitte. Du hast Schreckliches getan. Und das Wichtigste ist, es war sogar illegal. Ist dir klar, wie schrecklich das ist? Wie ernst das ist? Du hast mich gewaltsam betäubt, Bernard. Dein Freund lag mit mir in einem Bett gegen meinen Willen. Und ich weiß nicht, was er noch mit mir gemacht hat. Hör mal, so war das überhaupt nicht. Ich würde Ihnen nicht raten, Mr. Hessen, irgendwas hier zu beantworten. Nehmen Sie den Rat an. Mein Name ist Chester Oliveira. Ich ermittle in Miss Roberts Fall. Und jetzt werden Sie und ich direkt zur Polizeistation gehen. Es war Lester. Ich hatte damit nichts zu tun. Hören Sie sich doch die Aufnahmen an. Es ist alles seine Stimme. Man kann mich gar nicht darauf hören. Das ist kein Beweis. Sie können nichts beweisen. Lester hat bereits seine Aussage gemacht, Darling. Was? Mach dir keine Sorgen, ich verzeih dir nicht. Du hast falsch gehandelt und musst dich vor dem Gesetz verantworten. Das ist alles. Tschüss, Bernard. Vergib mir, Jill! Wohin gehst du? Vergib mir bleib bitte! Ruhig. Jill! Ach, kommen Sie schon!